Jo, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Steve RP und willkommen zu einer neuen Folge der Holstein-Kiel-Karriere. Und ja, ich weiß, es ist wieder ein paar Tage her. Aber jetzt will ich auf jeden Fall wieder komplett durchziehen. Ich habe auch Bock, wieder eigentlich durchzuziehen. Bloß irgendwie schaffe ich es im Moment irgendwie nicht so. Aber ich habe Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und ja, heute spielen wir in dieser Folge... spielen wir gegen Hansa Rostock. Es ist Dritter gegen Sechster. Wir haben wahrscheinlich, wenn Regensburg nicht gewinnt, die Chance auf Platz 2 zu springen. Auf jeden Fall müssen wir versuchen, mindestens Platz 3 mindestens zu verteidigen. Also das ist was heute kommt mal Mühling hier. Das ist das Mindeste, was wir heute machen müssen. Zumindest Platz 3 sichern. Das ist unser Ziel heute und ja, ich freue mich drauf und ich bin heiß wie Frittenfett und ja, dann schauen wir mal, was heute so abgeht hier. So, FIFA muss ich erstmal wieder einwickeln. Okay, das wäre vielleicht nicht so gut, wenn das im echten Spiel passiert. Mühling, das wäre vielleicht nicht so gut. Und ja, dann starten wir auf jeden Fall in das Heimspiel rein. Das ist Elvis Rexwitschai auf jeden Fall. Und heute wollen wir natürlich einen Sieg gegen Hansa Rostock. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, 3:1 oder 3:0 gegen Bielefeld gewonnen. Schwieriges Spiel gewesen. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch das schaffen. Aber egal. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass wir gleich einmal reinstarten ins Spiel. Und ja. Ich denke mal, wir starten jetzt einfach in das Spiel rein. Gegen Hansa Rostock. Mit hoffentlich nicht so vielen Problemen. Mit spielischen Problemen, da die müssen wir abschalten heute. Die dürfen uns heute nicht erlauben hier. Irgendwelche spielerischen Probleme. Klein versucht es direkt mal in der 5. Minute. Aber er bleibt stecken. Das hört sich auch so blöd an. Er bleibt stecken. Aber es ist halt so. Und... Alter. Er kriegt den nicht im Tor untergesetzt. Er legt ihn auf die Latte. Oh Gott. Er legt ihn auf die Latte. Der Benedikt. Er legt ihn auf die Latte. Er legt ihn wirklich auf die Latte. Gott, Alter, er legt ihn wirklich auf die Latte. Ah, Pichler versucht's mal aus der Distanz, aber... Das kann Klein, glaube ich, besser, aber... Kolke muss jetzt schon ordentlich reinballern. Kolke muss jetzt schon ordentlich parieren hier. Haben wir da Rostock hier im Spiel behält. So, und irgendwas nervt hier noch, habe ich so das Gefühl. So. Machen wir das so mal. Falls es irgendwelche Probleme gab mit Rucklern und so, dann wiese ich das zu entschuldigen. Ich glaube, das passiert einfach im Moment so. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich irgendwie immer, wenn ich nochmal wieder neu... Wenn ich seit langem mal wieder was aufnehme. Und Benedikt Pichler mit einer guten Chance. Und jetzt Elvis Rexwitschai. Und Kolke muss hier richtig halten. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, wie lange wir jetzt noch brauchen, um hier das 1:0 zu erzielen.
Weil wer weiß, wie lange es die Abwehr da hinten noch aushält. Ohne dass da mal, aber vielleicht außerdem mal was durchrutscht oder so. Wer weiß das bitte schön? Oh. Das war auch wieder eine gute Chance, aber gut geblockt auf jeden Fall vor den Rostockern. Aber ich meine, im Moment machen wir alles richtig hier in der Verteidigung. Machen wir sehr viel richtig. Da machen wir hier sehr viel richtig und Kolke muss heute sehr, 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 sehr viel auf jeden Fall hier angreifen. Muss hier richtig viel machen, muss hier richtig viel arbeiten, der Markus Kolke. Aber im Moment sind das halt alles Pässe und Schüsse, die er halt easy natürlich im Moment noch abfangen kann. Aber irgendwann kommt dieser eine Schuss, der dann reingeht. Weil die Verteidigung von uns ist, steht eigentlich relativ stabil, muss man sagen. Unsere Verteidigung steht sehr stabil. Steht hier sehr stabil und das war ein bisschen zu viel. Zicke, zacke, zicke, zacke, zicke, zacke. Rumgemache hier. Das war ein bisschen zu viel. Aber ich will halt auch ein paar Talente besorgen, eigentlich für Kiel. Aber ich meine, dafür müssten wir halt echt langsam mal aufsteigen. Weil die viele Talente natürlich jetzt nicht in die zweite Liga wollen. Und es war so klar, kurz vor der Halbzeit, gefühlt erster Schuss Hansa Rostock, erstes Tor. Streli Mamba. Und die ganze wieder, alles rächt sich wieder hier, ne? Alles. Es rächt sich halt einfach wieder. Es rächt sich halt einfach, genau. Es rächt sich halt einfach richtig, Alter. Das ist halt so dreckig, Alter. Aber wie auch präzise, Alter. Und das auch so kurz vor der Halbzeit, Mamba sein 8. Saisontor. Ohne Worte. Oh Mann, ey. Warum bist du denn jetzt schon wieder bei der Artikulierung? Gerade die ganze Zeit nichts und jetzt auf einmal? Komisch. Wir können mal die Dings gucken. 11 zu 2 Schüsse. Es könnte jetzt gut und nimm mal 3 zu 1 stehen. Aber es steht 3 zu 1 für Rostock. 1 zu 0. Obwohl wir halt auch nicht viel falsch machen. Rostock hat halt einen richtig guten Keeper da hinten drin. Das macht uns eher ein bisschen zu kämpfen, glaube ich. Oder zu schaffen eher so. Und sind halt auch effektiv mit ihren Chancen. Ja, das könnte vielleicht das 2 zu 0 bedeuten und das bedeutet auch das 2 zu 0. Das bedeutet auch das 2 zu 0. Jetzt liegen wir schon 2 zu 0 hinten, obwohl wir ein super Spiel machen, ey. Weil Rostock mit 3 Schüssen 2 Tore machen. Mühling geht raus, dafür kommt Barkhüsen rein. Jetzt müssen wir uns mal hier ein bisschen. Jetzt müssen wir auch mal ruhig spielen hier. Ohne jetzt die. Jetzt wenn wir auch jetzt, wenn wir nervös. Jetzt ist die Mannschaft auch nervös hier. Das merkt man richtig. Die Mannschaft ist irgendwie nervös. Die Mannschaft ist richtig nervös. Die Mannschaft ist richtig nervös auf einmal. 0 zu 3 mit 4 Schüssen.
Die Mannschaft ist sowas von nervös, ey. Und die schießen viermal aufs Tor. Und führen mit 3:0. Und unsere Mannschaft ist jetzt einfach nur noch nervös. Eigentlich hat sie ein gutes Spiel gemacht, aber ich meine, das Ergebnis passt nicht. Passt gar nicht. Aber selbst wenn wir jetzt 0-3 verlieren, klar, verdient war es nicht. Also so hoch. Aber ich meine, Rostock gebührt natürlich auch natürlich Respekt, dass sie uns natürlich hier natürlich mit 5 Schüssen 4 Dinge einfahren. Dass sie uns mit 5 Schüssen 4 Dinge einballern. Dass sie uns das halt machen. Das tut halt weh. Das tut halt weh. Svante Ingelsson macht uns mit 3 Schüssen 3 Tore rein. Macht einen Hattrick innerhalb von 15 Minuten. Und das tut halt weh. Es tut nicht nur weh, dass wir die ganzen Chancen verballert haben in der ersten Halbzeit. Es tut halt einfach weh, jetzt zu sehen, dass Rostock uns mit 6 Schüssen 4 Dinger reinballert. Oder mit 5 Schüssen oder so. Oder eher gesagt, Svante Ingelsson uns mit 3 Schüssen 3 Dinger reinballert. Und genau das ist nicht präzise genug hier. Das war gar nicht präzise genug. Das war halt überhaupt nicht präzise genug. Und jetzt muss mal Rechtsspitz scheinbar hier vorangehen. Los. Ey, jetzt hör auf mit deiner Scheißkodierung, Mensch. Weißt du, hör doch auf zum Meckern damit, Mann. Hör doch einfach zum Meckern auf damit. Mit deiner Scheißkodierung, Junge. Nerv mich damit nicht. Nicht mal das kriegen wir heute hin. Nicht mal das. Nicht mal so einen Abschluss. Ach, fick deine... mit deinen Scheißkodierungen, Mensch. Echt. Alter, Mies. Da läufst du mir echt in den Weg, Alter. Was soll denn das? Was sollte das denn? Aber es soll heute nicht sein. Also Matchwinner auf jeden Fall Markus Kolke. Mit Svante Ingelsson zusammen bei Rostock. Ja. Das sind die Matchwinner heute auf jeden Fall. Das sind sowas von die Matchwinner heute, weil wir haben halt gar nichts auf dem Rasen gepackt. Oder wir haben in der ersten Halbzeit 11:2 Abschlüsse gehabt. 11:2. Wir haben 11:2 Abschlüsse gehabt. 15:5. Und verlieren das Spiel mit 0:4. Und gehen wahrscheinlich auf Platz 5 oder so jetzt zurück. Oder auf Platz 6 am schlimmsten Fall. Ach nee. Jetzt haben wir erstmal in der nächsten Folge das Auswärtsspiel gegen Wolfsburg, um dann auswärts noch gegen Mainz zu spielen.
Eieieiei, das kann doch noch was werden, ey. Das ist auch so dumm. Und wir sind runter auf 6. Ey, Digga. Von 3 auf 6, ey. Durch ein Spiel. Von 3 auf 6 durch ein Spiel. Naja, egal, Leute. Wir wollen denn trotzdem zuversichtlich sein und einfach mal hoffen, dass es einfach so nicht so weitergeht. Jetzt ein gutes Spiel gegen Wolfsburg machen, uns da ein bisschen Selbstvertrauen holen können, um das nächste Spiel gegen Mainz auch wieder gut zu machen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Also haut rein und ciao, ciao!